Herzlich willkommen, in diesem Video geht es um die drei besten Pizzaöfen. Das High-End-Produkt in unserem Pizzaofen-Test geht an den Bornhardt Pizzaofen. Entzünde Kohle, Holzscheite, Briketts oder Pellets und los geht's. Innerhalb von 10 Minuten heizt Nero auf bis zu 500 Grad auf und das Vergnügen kann starten. Der Pizzastein aus Cordieret nimmt die Wärme nicht nur schnell auf, er speichert sie auch lange und verteilt sie gleichmäßig für knusprig gebackene Pizza in nur 5 bis 8 Minuten. Dank des integrierten Thermometers behältst du den Überblick. Die doppelte Edelstahlummantelung sorgt dafür, dass die Temperatur im Inneren des Gartenofens lange Zeit konstant gehalten wird. Neben Ofen und Pizzastein erhältst du einen großen Pizzaschieber mit langem Holzgriff, der dich deine Lieblingspizza mühelos und schnell aus dem Ofen holen lässt. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der G3 Ferrari. Der G3 Ferrari Pizzaofen Delizia überzeugt mit Leistung. Sie wollen Pizza wie vom Italiener, Brot backen, Brötchen aufbacken oder warme Croissants zum Frühstück. Oder wie wäre es mit einem Sonntagskuchen und Mini-Muffins? In kurzer Zeit ist alles servierbereit. Mit bis zu 400 Grad Celsius macht ihr Delizia perfekte Pizzen. Egal ob selbstgemachte Pizza Napoletana oder die schnelle Tiefkühlvariante, gelingt immer. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Pizzaofen-Test ist der Ariete 909. Genießen Sie eine echte Pizza Napoletana direkt zu Hause, weich und knusprig wie geradewegs aus dem Holzofen. Das Geheimnis einer guten Pizza liegt im schnellen Backen bei sehr hoher Temperatur. Dank 400 Grad und feuerfestem Stein ist das Ergebnis garantiert. Aus hochtemperaturbeständigem Material hergestellt, garantiert der Speckstein ein schnelles, konstantes und gleichmäßiges Backen, ideal für duftende Pizzen in wenigen Minuten. In nur 4 Minuten ist eine schmackhafte Pizza auf dem Tisch, ideal auch für Tiefkühlpizzen, die in nur 2/3 Minuten fertig sind. Das regulierbare Thermostat ermöglicht das Backen von herzhaften Torten und Panzerotti, Rösten von Toasts oder auch Aufwärmen von Speisen vor dem Servieren. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.